Und da sind wir wieder zu einer spannenden Folge Forest Village. Und es ist immer noch Sonntag, der 12. Februar. Wie ich ja schon gesagt habe, ich nehme heute ein bisschen mehr Forest Village auf, dass ich dann auch ein paar Folgen zum Raushauen habe und dann auch diesbezüglich nicht so den Stress mit dem Aufnahmen hinterherkommen und. So, wir haben ja das letzte Mal hier diesbezüglich die Freifläche gemacht. Und da möchte ich auch heute ganz gerne gleich weitermachen. Erstmal nehme ich die Zeit hier ein bisschen runter. Und dann möchte ich ganz gerne heute hier auf die Fläche die Felder anbringen, die wir ja dann hier neu brauchen. So, wo haben wir es denn? Da, Felder. So, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, ob ich das finde. Warte mal, hier haben wir, hier haben wir, hier haben wir. Ja, aber wie weit haben wir denn? Das ist eine gute Frage. Ja, sehr toll zu sehen. Sehr gut zu erkennen sogar. So, hier ist schräg. Hier, nee. Ich glaube hier. So, und dann wollten wir, dann haben wir ja gesagt, wir machen 12 mal 13. Also, so. Genau, 12 mal 13, haben wir 1. Dann kommt hier in der Mitte ein Weg rein. Zack. Das gleiche Spiel auch gleich noch so. So, da haben wir das wenigstens erstmal. Feld Nummer 1. Ich habe mir mal ausgerechnet, wir kriegen genau 7 Felder hin. Also ein bisschen mehr als 7 Felder, aber so, dass wir hier natürlich auch die ein oder andere Produktionsstätte dadurch erreichen können. So, und jetzt mal. Ja, 12 und dann 13, bitte. So. Mal kurz überlegen. 13. Warte mal, wo ist denn jetzt? Welche Zahl ist denn jetzt welche? Das ist die Zahl, die nach rechts geht, aber mal 12 und mal 13. Haut doch hin. Zahl ist richtig. Da stehen wir wieder mal auf dem Schlauch eine Runde. Aber warum auch nicht? So. Zack. Dann noch hier ein rein. So, wunderbar. Da haben wir jetzt 2. Dann möchte ich dritte Feld hier haben. Zwölf mal 13. Genau. So. Dann noch hier lang. So. Und zurück. Ja, nicht ganz so weit zurück. Okay. So, wir haben jetzt hier hast du schon mal 3 schöne Felder. Dann möchte ich in diese Mitte rein. Hier möchte ich ganz gerne einen Garten haben. Nee, wobei, doch möchte ich einen. Was möchte ich denn? Nee, ich möchte. Ja, was möchte ich eigentlich? Das ist eine sehr ausgezeichnete Frage. Mache ich jetzt hier einen Garten rein? Hier einen Garten rein, der. Die mache ich an die Seite ran, die Gärten, und vorne dann Inka rein. Also machen wir hier hinten alles Felder, ganz einfach. So, also wieder 13 und dann hier rüber 12. Haut das jetzt hin oder habe ich mich jetzt vertan? Moment. Genau, so und dann rum hier. So. Das haut hin. So, dann haben wir schon mal hier 4. Dann Weizen mal 12. Komm. Genau, so. Um. Na, nicht darum, darum. Jetzt haben wir eins schon fast fertig. 1, 2, 3, 4, 5. So, 2 noch. Hier. 12 und 3, 12 mal 13. Genau. So, das müsste Nummer 6 sein. Ich habe schon wieder vergessen, weil ich so ein Dussel bin. Aber lieber Dussel als kein Dussel. So, 5, 6, genau. Und da kommt jetzt hier noch eins hin, was dann die 7 ist. Hier beim Fisch.
A genug rangesetzt? Weil wir hier ist doch. Hä? Ist hier nicht eigentlich Weg? Bin ich hier gerade einen Weg hingebaut? Bilde ich mir ein? Ja, haben wir. So, das heißt also, hier daneben kommt jetzt Feld Nummer 7. So, mal 12. Komm. Genau. So. Kurze Frage am Rande. Hatte ich das jetzt? Ne, hier habe ich nämlich keinen Weg gemacht, nur da drüben. Genau. So, das heißt also, wir machen hier das gleiche Spiel auch nochmal. So, zack, rübergezogen. Und dann haben wir jetzt hier hinten 7 formschöne schöne Felder. Hier machen wir dann links und rechts jeweils auch einen Garten ran. Und dann, achso, guck mal. Ah ja, gut, dann 10 und 14 gibt's. Wie groß muss ich den Garten denn machen, wenn ich nur einen Mitarbeiter haben will? Bei hier brauche ich schon mal gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. Also bei was haben wir gesagt? 10. Ne? Wie viel braucht man denn, um nur einen Gärtner zu haben? Das ist aber ganz schön groß, wa? Hä? Kicke mal, bei 10 mal 42, was ja Maximum ist, größer geht's ja gar nicht, brauchst du nur einen Gärtner. Okay, dann brauchen wir hier, 2 mal 1 mal. Bei 22 mal 22 braucht man schon 2 Gärtner. Und bei 22 mal, nee, bei 18 mal 26 auch 2. Aha. Da bin ich doch der Meinung, der festen Überzeugung, dass wir jetzt erstmal hier dann noch die Planie machen, die wir ja schon mal angesprochen hatten in der letzten Folge. Heißt also, wir machen die Planie. Ja, schön. Das ist gut, dass wir hier vorhaben, Planie zu machen. Dem, was ich daran sehe, ist aber viel mehr. Beispiel hier gemerkt. Warum können wir hier Planie machen? Muss ich jetzt nicht raffen, oder? Egal. Egal, 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 liebe Freunde, egal. So, wo ist denn jetzt die chlorreiche Kante? Ich sehe sie jetzt gerade nicht mehr. Hier. Hier. So, und wenn ich jetzt bis hier ran möchte, ans Haus, da sind das 39. Aber ich weiß ungefähr, dass es diese Ecke sein müsste, oder? Muss nicht loslassen. Ach Mensch. Erkennt man ja hier auch so gut. Hier ist gerade. So. Jetzt gehe ich nochmal hier rüber. So, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir hier. So, ein bisschen die Kante ist immer bei 44. Na gut, dann ist das halt so. So. Sag mal, wie weit können wir das Ding denn ziehen? Wahnsinn. Bis zum Steinbruch ran. Na gut, dann ist das halt jetzt so. So, und jetzt möchte ich das ganz gerne aber auch so haben, dass das hier ordentlich reinpasst. So. Ich hasse das. Man sieht ja auch überhaupt nichts. So, gucken wir mal. Kriegen wir das irgendwie so hin, dass wir das auf einer Höhe hinkriegen? Bitte, danke sehr. So ungefähr. Wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe. So, erstes Feld ist bereits schon fertig. Das finde ich gut. Lass mal die mal hier die Felder erst fertig bauen. Und die Wege fertig bauen. Und dann setzen wir diesbezüglich hier Gärten dann ran. Und in die Mitte möchte ich dann ganz gerne, wie gesagt, eine Mühle setzen. Dort möchte ich das Lagerhaus setzen, dass die es auch nicht so weit haben. Und. Gut, lassen wir die aber erstmal machen. Ich schalte jetzt mal wieder hier auf die 5 hoch. Und genau. So, jetzt schaue ich mir mal an. Wir sind im Sommer. Das Spiel wird automatisch gespeichert. Wie schön. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir 271 Äpfel haben wir drauf. Wird anscheinend schon, ach nee, wird noch nicht geerntet, okay. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, hier wird gemacht. Hier wird,
Boah, hier ist so gut wie... Ach, hier wird sogar schon geerntet. Meine Herrschaften. Ich drücke da trotzdem nochmal drauf. Hier auch. Hier auch. Hier noch nicht ganz, oder? Nee. Hier wird gerade die zweite Reihe Flachs angesetzt. Da kann ich aber eigentlich die Kollegin mal hier rausnehmen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, genau. Da kann sie sich ja hier mit eintummeln. Zack. Da haben wir das. So, Förster, Biene. Müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass wir erstmal noch die Felder hier nur bedienen. Weil ich da noch kein Problem im Großen und Ganzen sehe. So. Hier, wie gesagt, fehlt noch eine einzige Kartoffel. Na komm. Zeig mir, gib mir die Kartoffel, gib sie mir. Na los, gib mir die Kartoffel, gib sie mir. Wunderbar. So, abernten. Drück mal es halt manuell ein. So, und hier möchte ich, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, sobald der Herbst ist, dass wir hier dann auch direkt loslegen. Dann, genau, sehen wir los. So, Kohle wird gut produziert. Wunderbar. Das funktioniert zumindest schon mal. Und hier ist dann das zweite Feld auch schon entstanden. Genau. Ich lasse die jetzt mal noch, also ich gebe denen jetzt noch keine Befehle, was dann mal daraus gebaut werden, also was da drauf angepflanzt werden soll. Damit wir nicht, damit die Leute nicht auf die Idee kommen, dann hier auf einmal ihre Felder zu bestellen. So, wunderbar. Das funktioniert zumindest schon mal so gut, wie ich das mir erhofft habe. Und jetzt überlege ich natürlich, wie groß ist denn so eine Mühle? Wie groß ist eine Mühle? Wo haben wir die Mühle? Mühle, hier ist die Mühle. Die Mühle hat 20x20 als Fläche. Das würde heißen, wenn wir jetzt vielleicht sogar passen, wenn wir jetzt sagen würden, steht natürlich jetzt der Baum im Weg, das finde ich jetzt nicht so toll, aber okay, was willst du machen? Guck mal, wenn wir jetzt sagen, wir machen hier, hier. Wir machen als Beispiel 22 mal, was? Warum brauche ich dafür jetzt wieder zwei Leute? Hä? Was habe ich denn zuerst falsch eingedrückt? Ach so, nee, wir hatten ja zuerst Zähne gehabt und hatten das ja so ewig lang gezogen. Stimmt ja. So, warte mal auf. Ich mache jetzt bei 22 mal 22 brauchen wir zwei Leute. Entschuldigung. Bei 18 bei 22 brauchen wir nur eine Person. Das heißt, ich würde dann hier ja quasi einen Garten ransetzen. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite auch. Und dann die Mühle. Und dann könnte man ja dazu noch... Da, das passt. Das passt von der Überlegung. Wunderbar. Pass mal auf, da gebe ich nämlich auch gleich den... gebe ich doch auch gleich den Auftrag, hier eine Plantage zu bauen. Und zwar in der Größe, nicht 18x18, sondern 18x22. Muss ich nur überlegen, mache ich das jetzt so? Oder mache ich das lieber so? Eine ausgezeichnete Frage. Ich mache das mal... Wie sieht denn das aus, wenn wir das, 22 mal 18 so machen, dann geht es bis zum zweiten Felde in die Hälfte. Finde ich ganz gut. Mach mal so. So, dann machen wir das so. Bis 22 in die Hälfte. Das gleiche Spiel machen wir hier auf der Seite natürlich auch. Also sprich, ich glaube von hier, genau. So, 22, 18. Genau. So, da haben wir erstmal zwei Plantagen. Die werden wir erstmal mit Äpfeln machen. Irgendwann werden wir ja sicherlich mal andere Bäume noch dazu bekommen. Das passt dann schon. So, und natürlich, weil die ja so wegebaugeile Leute sind, wie uns ja schon aufgefallen ist, die bauen ja so gerne Wege, können wir ja diesbezüglich hier schon einmal die Vorlage legen für einen Weg. Das gleiche Spiel auch nochmal auf dieser Seite hier. So und so. Ja, wir übertreiben es jetzt ein bisschen mit unserem Forest Village. Ich hätte ja nie gedacht, dass es überhaupt so lang geht, dass wir 8 Jahre überhaupt schaffen. Das war ja schon mal, das ist ja schon mal jenseits das, was ich mir überhaupt mal je gedacht habe. Und ja, dann ist das halt jetzt so. So, dann brauchen wir natürlich auch Inker. Wir wollen ja ganz mal kurz gucken, wie groß wir die machen können, dass wir nur eine Person dafür benötigen. 17 mal 17 brauchen wir zwei, okay. 14 mal 17 brauchen wir nur eine Person. So,
Wenn ich das jetzt so mache, als Beispiel, ne? Also wie viel Platz haben wir denn jetzt noch dazwischen hier? Das kann man gar nicht abmessen. So, des Weiteren. Warte, doch, warte. Ja, wir nehmen jetzt mal die Grundfläche planieren und jetzt machen wir mal von hier bis hier rüber. Da haben wir 44, richtig? Ja. 44. Ja, schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Machen wir mal ein bisschen Städteplanung hier betreiben jetzt bei unseren netten Floblianern. So, Inkerei, haben wir gesagt, brauchen wir eine Grundfläche von, nee, 17 mal 14. Ja, 17 mal 14. So, 17 mal 14. Okay, warte mal, schreibe ich mal auch kurz auf. Gut, jetzt müssen wir kurz überlegen. Ich möchte natürlich an den Obstbäumen direkt diese Inker haben. Jetzt ist natürlich die Frage, baut man sie jetzt in die Mitte hier mit rein oder baut man sie einfach mit an der Seite ran? Das ist natürlich jetzt die Frage. So, wir haben 44, haben wir ja insgesamt in der Mitte noch zur Verfügung. Von diesen 44 ziehe ich jetzt mal die 20 für die Mühle ab. Da kommen wir bei 24 noch raus. Was ist denn so ein Lagerhaus? Was braucht man hier? Nee, hier. Lagerhaus braucht man. Hat 10 mal 6. Da können wir ja Gott sei Dank auch hin und her drehen, wie wir es ja gerade brauchen. Da könnte man zwar hier eine Mühle hinsetzen. Ja? Könnten wir hier eine Mühle... Man könnte auch zwei Mühlen setzen. Jetzt weiß ich nicht. Sind zwei Mühlen sinnvoll? Sind zwei Mühlen denn sinnvoll? Oder reicht uns eine? Wenn ich jetzt hier eine Mühle baue, die zum Beispiel hier hinsetze, als Beispiel. Ja, mit Ausrichtung zum Meer. Weil kommt der meiste Wind her. So, dann habe ich quasi noch 24 frei. Könnte ich also noch eine hier drüben ja hinsetzen. Aber was ist, wenn das gar nicht nötig ist? Fragen über Fragen. Nee, ich mach's anders. Ich baue hier eine Mühle hin. Baue daneben dann diesbezüglich dieses Lager. Also sprich das hier. Warte. Falsches Lager hier. Falsches Lager. Richtiges Lager. So, baue dann diesbezüglich einfach hier das Lager hin. 8 mal 10. Das nimmt sich an sich nichts. Ob ich jetzt 8 oder 10 nehme. Hatte ich quasi hier hinbauen und die Mitte baue ich einfach Brunnen rein. Ich baue das so, dass das jeweils hier ein Brunnen und da ein Brunnen ist. Wäre vielleicht sogar noch sinnvoller. Tja, Fragen über Fragen. Ich kann die Mühle natürlich auch in die Mitte setzen und einfach dann hier eine Scheune hinsetzen und hier zum Beispiel den... Warte mal, wo haben wir den Bäcker? Wo haben wir den Bäcker? Wo ist der Bäcker? Hier ist er nicht. Bäcker, hier ist der Bäcker. Der Bäcker hat eine Grundfläche von 11 mal 11. Da schreibe ich mir ganz kurz auf, warte mal. Er hat 11 mal 11. Die Scheune hat 10 mal 8 und die Mühle hat 20 mal 20. Richtig? Richtig. So. Dann haben wir 11, 31, 41. Würde er selbst dann immer noch passen? Oder ich drehe es quasi andersrum. Ich mache also quasi hier den Bäckerei hin, stelle in die Mitte diesbezüglich die Mühle hin. Wobei, die Mühle brauche ich nicht in die Mitte stellen, kann ich eigentlich rechts oder links irgendwo ranstellen. Vielleicht die Scheune in die Mitte stelle. So, nochmal. Ich stelle als Beispiel hier den Bäcker hin. Haben wir 11 frei. 11 weg. Da sind wir bei 33. Dann ziehe ich einen Weg ab, dann sind wir bei 32. Dann wird automatisch gespeichert. Wunderbar.
So, dann setze ich dort die Scheune hin. Und die hat ja eine Breite von 8. Nehmen wir mal die 8 weg, dann kommen wir dann summa summarum auf 24, genau. Minus 1 sind 23, da haben wir immer noch 3 übrig, 3 Felder. Wenn ich jetzt so sage, ich baue da einen Brunnen hin und da noch einen Baurunnen hin, dann funktioniert das wahrscheinlich immer noch nicht. Mache mir viel zu viel Gedanken wahrscheinlich gerade. Aber wir müssen ja um den Bäcker drumherum keinen Weg bauen. Wäre ja blödsinnig. So, okay, lang genug. Wir haben jetzt Herbst. Ich möchte jetzt hier ihm nochmal befehligen, dass er bitte seine Äpfel jetzt hier vom Baum holt. Und hier ist jetzt Ebbe. Also die hole ich jetzt alle hier vom Felde runter. Die sind eigentlich alle abgeerntet, richtig? Ja, na gut, er hat jetzt nochmal angefangen. Herzlichen Glückwunsch, können wir ja nochmal abernten hier. Ich stelle mal wenigstens noch einen ein, der das aberntet. Den Kartoffeln. Und dann setzen wir einfach hier noch einen hin. Und den Rest, den lassen wir erstmal offen. Genau. So, Brennholz haben wir genügend. Da sehe ich jetzt gerade nirgends Handlungsbedarf. Genau, dann machen wir es erstmal so. In der nächsten Folge tun wir uns dann mal, ja, weiter mit dem Bau beschäftigen. Gut, ich danke erstmal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.